Ja, hallo und herzlich willkommen zu Nodomus. Ich hoffe, jetzt nimmt alles aus. Das Spiel ist unfassbar seltsam. Keine Ahnung, ich habe es gestartet und es kam direkt dieser Bildschirm. Cam 1, schätze ich mal. Also das letzte Spiel der Color Fiction Bundle, was ich geholt hatte. Und what the fuck ist das? Auf diesem Spiel sehen wir uns anscheinend Kameras an. Hat irgendwelche Werte. Kann ich das hier oben auch noch verstellen? Ich weiß nicht, ob ihr jetzt meine Maus seht. Wenn ich auf das X da unten rechts gehe, dann beendet übrigens das Spiel. Das ist fucking creepy. Camp 2. Okay, Camp 2. Okay, Camp 2 schauen wir uns nicht an. Das sieht irgendwie unter Wasser aus. Das könnten alles Szenen aus deren Spielen sein. Aber das ist unfassbar seltsam. Einfach irgendwelche Kameras, die wir uns ansehen. Ich habe keine Ahnung. Oh! Immerhin was... bisschen kenne. Eine Stadt. Eine futuristische Stadt. Das könnte aus Nightline sein. Oder so ein bisschen aus Sands of Voltark. So die Umgebung. Aber ich schätze eher Nightline. Ich weiß nicht, ob es hier irgendwie ein Ende zu dem Spiel gibt oder so. Oh, da seht ihr die Uhrzeit, weil ich aufnehme. 21.41 Uhr. Ja, ziemlich spät. Es tut mir leid. Fuck, Alter, keine Ahnung. Camp 5, schätze ich mal. Alter. Boah, das wird YouTube gar nicht gefallen. Camp 6. Das ist auch eine Epilepsie-Warnung. Ist jetzt wahrscheinlich zu spät oder so. Geht aber bei allen Color Fiction-Spielen raus. Also die kannst du dir an sich nicht geben, wenn du Epilepsie hast, weil das absolut killt. Ich schätze mal, wir gehen nochmal auf Camp 4 oder so. Weil es am normalsten ist. An sich ist das auch alles, was ich zum Spiel zeigen kann. Ich glaube, hier gibt es nicht mehr. Wenn ich jetzt auf X gehe da unten, ist das Game aus. Die zweite Camp ist einfach so wirr. Die dritte zeigt das hier. Und... ich habe keine fucking Ahnung. Ich kann vielleicht noch darauf hinweisen, dass auf dem Zweitkanal jetzt Metroid Dread angefangen hat und wir im Moment bei Part 2 sind, sehr erfolgreich. Ja. Ansonsten kein fucking Plan, was das hier ist. Und damit hätten wir dann eigentlich auch die Color Fiction Spiele alle durch. Na gut, ich beende mal hier. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob man das Spiel hier beenden kann, ob man hier irgendwas machen kann. Es schickt einen, wie gesagt, direkt auf die Kameras und... ich kann mal ein Abschlussfazit machen, tatsächlich, wie ich die Collection bewerten würde. Ich glaube, ich habe unter 5 Euro dafür sie bezahlt. Und dafür geht das absolut klar. Ich meine... Nightline ist ein wirklich ruhiges Spiel, das kannst du halt im Hintergrund laufen lassen und die Musik dazu, dann hast du etwas übel Ruhiges. Sands of Voltark scheint noch eine ein bisschen größere Story zu haben. Und ansonsten alle anderen sind halt alles Erfahrungen. Ich glaube, Color Fiction will eher so kleine Erfahrungen schaffen, anstatt so größere Spiele. Obwohl sie das mit Ode to the Moon ja sogar geschafft hätten, wenn sie das Spiel langsamer beenden würden. Auf jeden Fall gebe ich der Collection, also jetzt mal ohne den Preis zu beachten, eine 6 von 10. Ich hätte mich gerne über ein längeres Game gefreut, aber an sich ist eine 6 von 10 wert. Ich denke mal, das war es als Bewertung und gutes letztes Video zur Collection. Wir können uns nochmal die zweite Cam ansehen.